Vor kurzem veröffentlichte Greenpeace Dokumente, in denen sie viele Vermutungen und Befürchtungen zu TTIP belegen. Diese Papiere scheinen zu zeigen, dass die beiden Riesenmärkte USA und Europa nicht zusammenpassen. Angesprochene Themen sind hierbei der Agrarmarkt, die Gentechnik, die Vorschriften für Autoteile und vieles mehr. Krug sagte dazu: Wenn das Ding kommt, leben wir in einer anderen Welt als zuvor. Auch gäbe es, so Krug, gravierende Konsequenzen in allen Lebensbereichen. Allerdings gehen die Dokumente auf die Verhandlungen im April zurück und viele Stimmen sagen, dass sich inzwischen die Lage geändert hat und viele Gefahren nicht mehr vorhanden sind. Die von Greenpeace veröffentlichten Papiere haben dennoch Folgen. Der Widerstand gegen TTIP wird jetzt stärker und auch für die Bundesregierung wird es jetzt schwieriger, TTIP öffentlich zu verteidigen. Zusammenfassend kann man sagen, dass Greenpeace viele Details, die vorher nicht bekannt waren, bekannt gegeben und enthüllt hat. Auch haben sie viele Annahmen und Vermutungen bestätigt. Allerdings sind die Dokumente nicht unbedingt vollständig und haben nicht alle Bereiche berücksichtigt. Greenpeace fordert von einem zukünftigen Handelsabkommen die Einhaltung der höchsten Umwelt- und Gesundheitsstandards. Dazu gehören die Kennzeichnungen aller Inhaltsstoffe und die Produktionsmethoden. Des Weiteren stellen sie die Forderung, dass es keine private Streitschlichtung geben soll. Sie fordern auch die vollständige Zustimmung in Europa und den USA, keine vereinfachten oder beschleunigten Zustimmungsverfahren. Zusätzlich fordert Greenpeace öffentlichen Zugang zu allen vorhandenen Dokumenten.